Was machen Aufstellungsarbeiten oder was machen Aufstellungen? Aufstellung ist minimalistisches Rollenspiel. Und minimalistisch heißt mit so wenig Aufwand wie möglich und nötig. Es braucht natürlich die Bereitschaft, die Motivation des Gestellten oder der Aufgestellten, sich nötigenfalls auch zum Beispiel blind, also nicht wissend oder nur teilwissend für etwas, eine Person, Begriffe, was auch immer an einen Platz im Raum stellen zu lassen. Andere Personen werden ebenso hinzugestellt. Achtung, nicht zu viele. Und übrigens, ich kann Männliches mit Weiblichem tauschen. Ich brauche also nicht immer weibliche Protagonistinnen für weibliche Personen, die aufgestellt werden, also quasi Stellvertreter sind, was ja bei der Aufstellungsarbeit ganz schnell passiert, dass man einen Stellvertreter für eine Person oder für etwas nimmt. Die Personen spielen nun etwas in ihrer Empfindung. Ich betone Empfindung. Sie vertrauen ihren Impulsen, den Bewegungen, den Intuitionen und Einfällen, die sie haben. Vor allem aber beschreiben sie ihre Zustände und Empfindungen. Und dadurch entwickelt sich eine Dynamik der Interaktion, der Aktion miteinander, des Zwischenmenschlichen in diesen Rollenperspektiven. Es wird so wenig wie möglich eingegriffen, also unterstellt, vorgegeben oder inszeniert von Seiten der Moderatoren oder Gruppenleiter. Das Ganze ist eine symbolische Darstellung, ähnlich einer Metapher, ähnlich einem Traum und verkörpert keinesfalls eine 1:1-Realität, etwas, das vielleicht in der Praxis der Aufstellungsarbeit immer wieder als Fehler passiert, dass Leute ungenügend darüber aufgeklärt werden, dass das nicht das Leben in der Realität ist, das hier quasi aufgenommen wird oder abgebildet ist, sondern das ist eine Metapher, das ist eine Symbolisierung und damit eben auch eine gewisse Traumebene. Eigen- und Fremdanteile sind dabei eine dynamische Einheit, also etwas kommt aus meiner Person heraus, aus meiner Lebensperspektive, aus meiner Einstellung, aus meiner Persönlichkeit. Und da wir empathische Wesen sind als Menschen, übernehmen wir immer wieder auch Fremdanteile und können uns sehr wohl in jemand anderen sehr tief einfühlen. Und wir haben keine Ahnung von dem anderen, wir wissen nicht, was er erlebt hat und so weiter. Und das ist das Phänomenale an dieser Arbeit. Und insofern ist es eine sehr phänomenologisch orientierte Arbeit. Also quasi, was spiele ich in meiner Person und was übernehme ich von dem anderen oder der Thematik? Aufstellung lebt vom starken Mitgefühl und Einfühlungsvermögen. Insofern ist sie auf eine starke Interaktion, also das Miteinander, angewiesen. Es wird sehr schnell Emotionales und Affektives produziert. Die Verbalisierung dieser sehr unterschiedlichen Empfindungen ist dabei wesentlich. So entstehen oft präzise und knappe Artikulationen, gewissermaßen Headlines oder Schlagzeilen, Affirmationen, Verdichtetes, geradezu Leitsätze oder im klassischen Sinn Lösungssätze. Da alle Protagonisten interagieren, also miteinander agieren, entsteht eine feldumgreifende Dynamik, die nicht durch Regiemanipulation oder eben voreilige Regiemanipulation verändert werden sollte. Gewissermaßen vertraut man diesem Aktionsfeld. So werden Wissen, Information und Perspektiven der Veränderung interagiert. Diese Bewegungen zeigen metaphorische Veränderungsprozesse. Ich betone hier nochmal an der Stelle metaphorische Veränderungsprozesse und keine 1:1 Realität. Metaphorisch heißt nicht der möglichen Realität entsprechend, sondern abstrakt emotional und damit produktionsoffen für die tatsächlich entstehende, daraus entstehende Realität. All dem liegt zugrunde, dass Systeme immer gemeinsam handeln und somit eine echte Ganzheit darstellen. Das System ist mehr als der Einzelne und keinesfalls nur eine Summe von einzelnen Akteuren. Der Einzelne ist Mitglied des Systems, ist aber nicht in der Lage, Anteile,
des Systems alleine auszugleichen. Genau das ist die Kernproblematik, die viele Menschen immer wieder haben, dass sie überlastet sind, weil sie versuchen, ein System alleine auszugleichen. Um das nochmal zu sagen, der Einzelne ist Mitglied des Systems, ist aber nicht in der Lage, Anteile des Systems alleine auszugleichen. Beziehungsweise droht immer wieder deswegen, in Dekompensation zu geraten. Probleme in unserem Leben bestehen oft darin, dass wir etwas uns nicht Zugehöriges übernehmen und deshalb überfordert, gestört und einseitig werden. Ziel der Aufstellung ist unbedingt der Ausgleich. Man unterscheidet häufig Familienaufstellungen, also klassische Familienaufstellungen, und sonstige Systemaufstellungen, also zum Beispiel von Organisationen, Institutionen, wenn Menschen überhaupt miteinander in einem System, in einer Gruppierung zusammen sind. Zentrale Annahmen dieser Arbeit sind. Und das gilt besonders für die Familienaufstellung, aber kann auch durchaus so ein Stückchen auf andere Aufstellungsarbeiten übertragen werden. Zunächst einmal, alles geschieht aus Liebe, wobei Liebe auf den Vollzug der Liebe angewiesen ist. Also Sexualität zwischen den Systemmitgliedern ist Voraussetzung für Wirkungen. Liebe impliziert Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit weist auf Bezugsmuster wie Hierarchien, Stellungen und Ordnungen. Es müssen natürlich bedeutsame Ereignisse vorhanden sein, um so eine Aufstellungsarbeit vollziehen zu können, um einen Auftrag gewissermaßen dafür zu haben. Also zum Beispiel ein ungewöhnlicher Tod eines Menschen, Verbrechen, starkes Unrecht, vielleicht auch karmische Verfehlung, wenn wir das an dieser Stelle hineinbringen. Also jemand hat etwas schlimm gemacht in seinem Leben und das hat einfach Folgen gehabt. Ethikverletzungen, schwere Krankheiten, Folgen von Katastrophen, Genozide und so weiter. Dann das Anerkennen, was ist. Es entstehen direkte und indirekte Klärungen. Es kommt heraus, es kommt ans Licht, es entsteht, es will sich zeigen, es offenbart sich, gibt Hinweise und Informationen. Dann ist die Würdigung ganz wichtig, die Würdigung. Zustände, die so sind, werden so gewürdigt, wie sie sind. Im Negativen wie im Positiven. Systemmitglieder würdigen sich wechselseitig, zum Beispiel den Toten würdigen, den durch Suizid umgekommenen Onkel, das starke Liebesverhältnis und so weiter. Und durch diese Grundlagen entsteht schließlich ein Ausgleich, eine Entlastung und damit Veränderung in der formaligen Ordnungsstruktur des Systems. Das System ist implizit neu orientiert. Alle Systemmitglieder haben sich gewissermaßen im Blick. Und so können neue Perspektiven der Systemmitglieder innerhalb des gesamten Systems entstehen. Für den Einzelnen entsteht eine starke Gesamtperspektive und damit Zugehörigkeit. Moderatoren, Moderatorinnen dieser Arbeit haben die Aufgabe, wenn Dynamik entsteht, diese nicht zu unterbrechen, gemäß zum Beispiel der Produktion in der klassischen Psychoanalyse oder in wie vielen Teilen und weiten Teilen der tiefen psychologischen Orientierung. Sie sind also Kulminationspunkte des Prozesses, der entsteht, fast wie ein Schiedsrichter, könnte man sagen. Sie vertrauen dem Prozess und greifen nur bei Einseitigkeiten und offensichtlichen Manipulationen der Beteiligten ein. Sie lassen wiederholen, sie fassen zusammen, sie bringen es auf den Punkt, sie können Lösungssätze bringen. Sie probieren unterschiedliche Ansätze von Konstellationen, wenn es nötig ist und das System nicht von sich aus agiert und produziert. Sie sind schließlich absolut unabhängig und überparteilich, nur sich in der Arbeit verantwortlich, gewissermaßen repräsentieren und verantworten sie Immunität.